Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Okay. Ruhig bleiben. Nicht nervös werden. Ja, ich bin gleich bei euch. Ich muss nur noch ganz schnell den letzten Level von Angry Birds schaffen. Ja, so mache ich's. Alles, was Flügel hat, liegt. Ach, daneben. Ganz ehrlich, ich hätte nur einmal bei dem Level noch 3 Sterne braucht und dann hätte ich den ultimativen Angry Bird freigeschaltet, den stählernen Adler. Das ist nämlich der einzige, wo die Schweine nachher nicht verpuffen, sondern geplättet zurückbleiben, so dass man sie nachher direkt nehmen, banieren und ossefrittieren kann. Und damit ist der stählerne Adler der Traum eines Vogels für jeden Österreicher. Also, abgesehen von denen, die man selber banieren und ossefrittieren kann. Aber so wie es ausschaut, kriege ich wohl keinen stählernen Adler. Weder als Angry Bird noch als Film, wenn ich so drüber nachdenke. Denn die stählernen Adler ist eigentlich eine 4-teilige Filmreihe mit Lou Gossett Jr., die zwischen 1986 und 1995 gedreht wurde. Aber Koch Films hat jetzt angekündigt, dass sie sich eben der Reihe angenommen haben, dabei aber nur den 2. Teil und den 3. Teil unter dem Titel Die Asse der stählernen Adler angekündigt. Eine Ankündigung vom 1. und 4. Teil bleibt noch aus und es steht noch in den Sternen, ob diese Filme auch irgendwann in absehbarer Zeit ihr deutsches Heimkinodebüt erleben werden. Deswegen möchte ich heute im Review vom 2. Teil auch ein paar Hintergrundinformationen über den 1. Teil einbauen, damit wir einfach den 2. Teil ein bisschen besser einordnen können. Vor allem, weil die stählernen Adler ja immer so ein kleines bisschen der Ruf vorauseilt, dass es sich da um einen billigen Abklatsch von Top Gun mit Tom Cruise handelt. Etwas, das übrigens falscher nicht sein könnte, denn die beiden Filme waren ziemlich zeitgleich eigentlich in Produktion, wurden komplett unabhängig voneinander produziert und die stählernen Adler waren sogar noch ein paar Monate vor Top Gun fertig. Natürlich kann man sagen, dass man wahrscheinlich Wind bekommen hat von der Produktion von Top Gun und sich vielleicht ein bisschen von kleinen Previews inspirieren hat lassen. Insbesondere jetzt dann beim 2. Teil ist es mehr als offensichtlich. Der verfügt beispielsweise natürlich auch wie sein Vorgänger über eine absolut großartige Musik von unter anderem Alice Cooper, Bruce Springsteen und so weiter. Aber das Main Theme von Die stählernen Adler 2 hat schon sehr dezente Highway to the Danger Zone Vibes. Aber die stählernen Adler sind trotzdem auch für sich genommen ein interessanter Film. Vor allem begonnen hat das Ganze damals mit einer recht einfachen Inspiration, wo Sidney J. Fury und sein Co-Drehbuchautor Kevin Elders die Olympischen Sommerspiele 1984 gesehen haben und sich dachten, keine Ahnung, was sie sich dabei dachten, aber das war die grundsätzliche Inspiration dafür, einen Film über Kampfflugzeuge zu machen. Logisch, die olympische Disziplin der Kampfflugzeug-Weitwurf-Reit-Schwimm-Olympiade. Naja, aber auf jeden Fall haben sie dann aus diesem Konzept diesen Film erdacht, der eigentlich grundsätzlich vom amerikanischen Militär gesponsert hätten werden sollen, die ja auch bei der Produktion von Top Gun relativ dahinter waren, die Produktion zu unterstützen, beispielsweise mit Flugzeugen und Sets und so ähnlichem. Aber beim 1. Teil der stählernen Adler war dann das US-Militär nicht so wahnsinnig begeistert, weil sie wollten einfach grundsätzlich keinen Film unterstützen, der irgendeine Schwäche von ihnen zeigt. Ja, die Filme, die sie supporten, das sind dann quasi im Endeffekt Teile, die sie als US-Militär-Werbevideo verwenden können, wie Top Gun. Aber natürlich durften dabei keine Schwächen des Militärs zur Schau gestellt werden, so wie zum Beispiel die Tatsache, dass dann im 1. Teil F-16 Kampfjets gestohlen werden. Das ging für das Militär gar nicht. Deswegen gingen die Filmproduzenten dann einfach nach Israel, wo das Militär tatsächlich sehr gerne die Produktion des Films unterstützt hat. Und nachdem jetzt dann beim 2. Teil eigentlich nichts vorkommt, was irgendwie verwerflich für das US-Militär war, man aber schon so gute Erfahrungen mit dem israelischen Militär gemacht hat, ging man einfach wieder dorthin und man hat eben sogar auch diesmal wieder die Flugzeuge ausgebohrt bekommen und sogar die Piloten, die die teilweise waghalsigen Flugmanöver und Flugstunts für die Crew von Die stählernen Adler 2 wieder gefilmt hat. Beim Cast übrigens hat man sich jetzt ebenfalls hier relativ an Top Gun gehalten, ein Film, der übrigens nicht von
der Fußballnationalmannschaft oder sowas inspiriert wurde, sondern tatsächlich von einem Artikel namens Top Guns über die Kampfpiloten der Naval Air Station Miramar in San Diego. Etwas, das ein bisschen besser passt. Aber für den zweiten Teil von den Stählernen Adlern dachte man sich, ja, das Main Theme passt. Nehmen wir uns aber am besten mit Mark Humphrey noch einen Hauptdarsteller, der jetzt optisch ein bisschen mehr an Tom Cruise erinnert, und holen wir natürlich den großartigen Lou Gossett Jr. zurück. Der hat damals übrigens bei der Produktion des ersten Teils einige andere Mitbewerber ausgestochen, vor allem, weil er Mitte der 80er Jahre wirklich eine absolute Berühmtheit war, spätestens nachdem er im Jahr 1982 dann für seine Rolle in Ein Offizier und ein Gentleman den Oscar als bester Darsteller bekommen hat. Und einer der Schauspieler, die er tatsächlich ausgestochen hat für die Rolle in diesem Film, war Morgan Freeman. Ein Schauspiel Gott, der aber trotzdem bis 2004 gebraucht hat, bis er tatsächlich für Million Dollar Baby dann seinen ersten und bislang einzigen Oscar mit nach Hause genommen hat. Und das, obwohl er 1995 für Die Verurteilten logischerweise nominiert war, damals dann allerdings gegen Tom Hanks als Forrest Gump verloren hat. Interessanterweise war natürlich der Film Die Stählernen Adler trotzdem ein bisschen eine, sagen wir mal, amerikanische Militärglorifikation, was dann sogar da mit geendet hat, dass ein Autor, der ein Buch namens Real Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People, analysiert hat, wie in amerikanischen Spielfilmen das arabische Volk dargestellt hat, den Film Die Stählernen Adler sogar unter die Top 10 der Worst Offenders getan hat. Und ja, beim zweiten Teil hat man sich dann ein bisschen weniger auf das arabische Volk konzentriert, sondern ein bisschen mehr auf das russische, auf die Sowjetunion, auf den Kalten Krieg zwischen Amerika und Russland. Definitiv ein Thema, das sicherlich nach den 80er Jahren nie wieder aktuell werden wird. Aber so haben wir jetzt mehr oder weniger bei dem Film Die Stählernen Adler 2 eine Story, die mehr oder weniger sagt, dass die Piloten und Soldaten von zwei verschiedenen Ländern miteinander zusammenarbeiten müssen, ohne dass sie sich auch nur ansatzweise leiden können. Irgendwie finde ich es interessant, wie ähnlich die Truppe, die in den Stählernen Adlern 2 dargestellt wird, dann tatsächlich der Truppe ist, die Michael Dudikoff in Soldier Boys drillen muss. Aber Die Stählernen Adler 2 ist ein Film, der natürlich in erster Linie wegen seiner Flugzeugeinlagen auf sich reden hat machen lassen, und vor allem ein Film, der nicht einfach nur auf irgendein billiges Stock-Footage zurückgreift, nein, ein Film, der tatsächlich das billige Stock-Footage ist, auf das viele andere B-Movies zurückgegriffen haben. Einige der Flugzeugszenen aus Die Stählernen Adler 2 kann man auch in einigen anderen Actionfilmen sehen, auch natürlich Flugszenen aus dem ersten Teil, an denen haben sich sogar noch wesentlich mehr Filme bedient. Aber während der Film Die Stählernen Adler 2 jetzt in Sachen Spannung und vor allem Actiongehalt nicht ganz an den ersten und auch an den dritten, wo wir gerade dabei sind, Teil, der dann etwas später, ich glaube im Juli von Koch Films kommt, herankommt, hat er trotzdem einige interessante Szenen. Man muss ein paar Längen in Kauf nehmen bei dem 100 Minuten langen Film, vor allem in den Sequenzen, wo halt einfach die Soldaten ein bisschen auf Kindergarten machen, aber trotzdem hat der Film eine durchaus interessante Handlung, hat einige Elemente, die es definitiv wert sind, gesehen zu werden, und hat vor allem mit Sidney J. Fury und Kevin Elders eben auch die Leute hinter der Kamera, die bereits den ersten Teil zu verantworten hatten. Damit geht die Handlung natürlich sehr schön weiter, und wir sollten vielleicht einmal ganz kurz auch über diese beiden Leute sprechen. Sidney Fury hat ja eben bis zum Jahr 2018, beziehungsweise dreht er immer noch einige interessante Filme gemacht, wie beispielsweise auch Ip Crash mit Michael Caine, aber ich glaube, der bekannteste Film aus seiner kompletten Filmografie ist natürlich das Meisterwerk Superman 4. Hoho, wie sehr ich den eigentlich tatsächlich mag. Kevin Elders ist ebenfalls interessant. Er hat zwar nicht dermaßen viele Filme geschrieben und gemacht, hat dabei aber einige andere verantwortet, die ich kenne, so wie Runaway Jane, ein Fernsehfilmchen, beziehungsweise aus 2001, wo er auch Regie geführt hat, beziehungsweise dann sogar 2009 der Film Die Echelon-Verschwörung, der tatsächlich deutlich besser war, als ich es erwartet hätte. Und sein Regiedebüt im Jahr 1999 war der Film Simon Setz. Ja, Simon, setz dich hin und lern schreiben. Mit Dennis Rodman. Hoho!
Außerdem sehen wir in einer der Hauptrollen von den Stählernen Adlern zwei einen gewissen Herrn Comfiori, der einen der russischen Soldaten spielt und mittlerweile aber mit über 160 Credits in der IMDb in einigen wirklich fantastischen Produktionen zu sehen war, so zum Beispiel als Dr. Walsh in Face Off im Körper des Feindes in Chicago, als King Laufey in Thor, als Lord Marshall in Riddick, Chroniken eines Kriegers und so weiter und so fort. Bis hin jetzt eben zur aktuellen Netflix-Serie The Umbrella Academy rund um das Resident Evil Universum sind da einige interessante Sachen dabei. Aber wo definitiv auch einige interessante Sachen dabei sind, das ist die brandneue Mediabook-Veröffentlichung von Die Stählernen Adler 2, die uns Kochfilms am 26. Mai 2022 veröffentlicht. Und deswegen freue ich mich darauf, dass ich von Koch bereits jetzt ein Rezensionsmuster des Mediabooks vorliegen habe und euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check das brandaktuelle deutsche Blu-ray Mediabook von Die Stählernen Adler 2 näher vorstellen kann. Dieses Cover-Artwork ist geil. Und ich weiß, dass es eines der generischsten Wegwerfsätze ist, die man in einem Mediabook-Unboxing sagen kann. Aber es ist tatsächlich der erste, der mir einfällt. Schaut euch dieses großartige Frontcover an, diese fantastische Zeichnung von den beiden Kampfjets im Hintergrund, beziehungsweise den drei Hauptcharakteren aus dem Film, gezeichnet von einem absolut wunderbaren Renato Casaro, damals für das deutsche Kinoplakat zu dem Film. Und das ist auch das Hauptmotiv, das seit jeher eigentlich so ziemlich jede Veröffentlichung dieses Films im deutschsprachigen Raum geziert hat. Der Film kam bei uns übrigens sowohl im Kino als auch auf Videokassette in seiner ungeschnittenen Fassung vor unsere Augen, außer halt, man hat die falsche Videokassette gekauft, weil Eurovideo und Ocean/Videoplay trotz dem teilweise erfolgten Hinweis auf die Original-Kinofassung den Film von seinen 95 Minuten PAL-Laufzeit einfach auf 87 Minuten runtergeschnitten haben, damit sie auf eine 90er VHS-Kassette bringen. Das war schäbig. Aber auf der Blu-ray von Kochfilms liegt der Film natürlich in seiner ungekürzten Fassung vor und präsentiert uns außerdem, und ich habe mir in der letzten Zeit viele Scans und viele verschiedene Bilder von diesen Plakaten und VHS-Covern angeschaut, die mit Abstand schönste Version von diesem Renato Casaro-Bild, die ich jemals gesehen habe. Vom Kontrast, von den Farben und vor allem von der Schärfe her ist dieses Bild einfach nur phänomenal. Bei den alten Kinoplakaten bzw. Videocovern ist für mich der Hintergrund teilweise ein bisschen zu grell. Das sieht fast aus, als würde dieser Flugzeugträger, wo unsere Charaktere stehen, im Hintergrund eigentlich gerade ein bisschen in die Luft fliegen. Das sieht hier irgendwie ein bisschen mehr einladender aus. Wir sehen zwar ebenfalls diese schön durchzeichneten, ja fast eigentlich schon dunkleren Gewitterwolken im Hintergrund, beziehungsweise die Aurora Borealis, durch die sie da gerade durchfliegen. Sie sollten eigentlich schauen, dass sie nicht versehentlich in der Zeit reisen mit diesem Flugzeugträger. Aber was ich eben wirklich am absolut fantastischsten finde, ich meine, wir sehen, wenn wir uns dieses Mediabook-Cover in Nahaufnahme anschauen, eben alleine bei der Unterschrift von Renato Casaro, wie absolut perfekt punktscharf dieses Motiv hier aufbereitet wurde, aber natürlich auch bei jedem einzelnen von seinen extrem feinen Pinselstrichen auf diesem Frontcover sehen wir, was da für eine Mühe und natürlich auch für ein wahnsinniges Talent dahinter steckt. Wie die Muskeln auf den Unterarmen von Lou Gossett Jr. oder einzelne Falten von den Kleidungsstücken, einzelne Haarsträhnchen absolut perfekt dargestellt wurden, da merkt man einfach wirklich, dass Renato Casaro gemeinsam mit Enzo Schotti oder Drew Struzan damals die absolute Königsklasse für Kinoplakatmotive war und dass das ein wirklicher Genuss ist, sich dieses Poster anzuschauen. Koch hat das Motiv an der Stelle übrigens ein bisschen herangezoomt. Auf dem Kinoplakat hätte man etwas mehr von den Spitzen und Schnauzen quasi der Kampfjets gesehen, aber mir gefällt das so eigentlich besser, weil das Motiv dadurch irgendwie größer und ein bisschen zentrierter erscheint, zumal Koch den Titelschriftzug von dem Film hier komplett verändert hat. Das ist kein Schriftzug, der damals am Kinoplakat bzw. auf der alten VHS-Kassette verwendet wurde, sondern einer, der einfach wesentlich schöner ist und der einfach den Stil meiner Meinung nach dieses militärischen Films auch deutlich besser darstellt und damit sich sehr schön in dieses Motiv eingliedert, weil ich vor allem auch finde, dass eben gerade diese gräulichen Farben mit diesen leichten
Rost bzw. Schmutzansätzen teilweise am Rand hier. Sehr schön auch zu diesem Stil von dem Cover-Artwork und von dem Plakat passen. Hier hat der Grafiker von Koch wirklich alles absolut perfekt gemacht. Bis hin zu der Tatsache, dass das Frontcover-Artwork dann eben auch noch einmal auf dem Spine weitergeht und auch der absolut fantastisch gemacht wurde mit dem Titelschriftzug, mit dem Ausläufer vom Frontcover und dann hier sehr schön und glatt auch der Übergang zum Spine ist, wo wir übrigens dann oben neben der Inhaltsangabe des Films eben quasi einen der Ausläufer von den Kampfjets vom Originalplakat von Renato Casaro sehen. Ich sagte ja, so viel ist uns da nicht entgangen. Dazu gibt es natürlich die Inhaltsangabe zum Film, ein paar Informationen rund ums Bonusmaterial, Cast and Crew, Angaben sowie technische Details und das Bonusmaterial ist bei diesem Film ganz besonders interessant, denn Koch hat für diesen Release zwei Specials komplett in Eigenregie inszeniert, die absolut fantastisch sind. Eines mit dem Designer bzw. Setbuilder Rob Wilson, der auf 12 Minuten Laufzeit unterlegt, auch mit einigen Filmausschnitten und Aufnahmen, einige interessante Informationen über die Sets und eben die Setbauten und die Requisiten und so weiter von diesem Film zum Besten gibt. Aber was ich ebenfalls sehr, sehr spannend fand, war das Special mit dem Filmkomponisten Armin Batia, der ebenfalls in 12 Minuten Laufzeit einiges Wissenswertes über den Soundtrack des Films beisteuert. Aber, und ich kann das nicht deutlich genug sagen, das Special auf dieser Blu-ray, das jeder von euch unbedingt gesehen haben muss, wo derjenige, der jetzt sagt, also mich interessieren die stählernen Adler irgendwie überhaupt nicht, trotzdem dieses Mediabook als Pflichtkauf für seine Sammlung ansehen muss, das ist die dreiteilige Anti-Drogen-Reihe Straight Up mit Lou Gossett Jr. aus dem Jahr 1988. Ein sensationelles Public Service Announcement Cringe-Fest mit irgendwelchen Kiddies, die natürlich mit dem schlechtesten Skript aller Zeiten in den Sumpf von Zigaretten, Alkohol und bösen Drogen kommen und dann mit Zombies und Lou Gossett Jr. konfrontiert werden. Und das, was wir in diesen 80 Minuten sehen, ist ein derartig witziger, also ich glaube nicht auf die Art, wie es die Produzenten damals wollten, aber das ist ja mir wurscht, lustiger, großartig, trashiger PSA, der wirklich einer der geilsten Specials ist, die ich seit langem in einem auf einer Blu-ray gesehen habe. Das muss man sehen, um zu glauben, dass das existieren kann. Freaking believable. Da ist sogar noch dieses alte PSA mit Pee-wee Herman und dem Ei in der Hand noch auf der normalen Schiene. Aber apropos normal, wir schauen jetzt einfach einmal ganz flott ins Innere von dem Mediabook und auch da, finde ich, haben die Designer von Koch aus dem Vollen geschöpft. Sie haben, finde ich, diesen gräulichen Stil vom Titelschriftzug auf dem Frontcover sehr schön hier auf die Disc gebracht und dabei dann eben diesen leicht zerkratzten, leicht rostigen Metalllook auf diese Disc geholt, was finde ich absolut perfekt aussieht, vor allem hier auf der linken Seite mit dem Frontcover vom Booklet, wo noch einmal der Filmtitel draufsteht, finde ich, passt das eben auch sehr schön zu der generellen Farbgebung von diesem Bild ganz besonders gut. Und dann auf der rechten Seite ist zwar der Kontrast von den Farben hier zum Bild auf dem Backcover vom Booklet etwas größer, aber es passt eben irgendwie trotzdem zu dem militärischen Thema von diesem Film. Außerdem haben wir eben hier die DVD genauso wie zum Beispiel auch beim Mediabook von Soldier Boys und einigen Mediabooks von Cape Light, hat sich Koch auch diesmal dafür entschieden, das Motiv durchgehend vom Backcover vom Booklet auf die rechte Seite vom Innenspiegel fortzusetzen und dabei natürlich die wichtigsten Elemente auf dem Backcover vom Booklet zu halten, so dass man dieses Motiv auch genießen kann, wenn die Disc im Booklet, wenn die Disc in ihrer Halterung ist. Und wenn man die Disc entfernt, dann sieht man halt einfach noch ein bisschen mehr von dem Bild. Aber wenn wir jetzt an der Stelle noch ein bisschen mehr von diesem Mediabook sehen wollen, dann blättern wir einfach einmal durch das Booklet. Da finde ich zum Beispiel ganz am Anfang schon einmal absolut genial, dass Koch dafür aufgelegt, ich weiß, diesen Stil von einem alten Army-Folder und File verwendet hat und dass Peter Osterried übrigens auch, so wie ich am Anfang von dem Review, sehr schön in diesem Booklet zuerst einmal auf die Produktionsgeschichte vom ersten Teil beziehungsweise zumindest ganz kurze, wichtige Bullet Points abarbeitet, bevor er sich dann um den zweiten Teil kümmert und auch dazu ganz offensichtlich einige wirklich wissenswerte Details in petto hat. Da gibt's eine Menge zu erfahren, eben über die Produktion, über die
Leute vor und hinter der Kamera, beziehungsweise dann natürlich eben auch Details zum Involvement der Armeen und der Sets und so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr spannend zum Durchblättern und Durchlesen. Ich mag die Tatsache, dass Koch auch in dem Fall, finde ich, wieder die Bilder und die Texte im Booklet sehr schön zusammengefügt hat, dass natürlich eben auch die Überschriften in diesem Booklet den Stil von dem Titelschriftzug sehr gut weiter übernehmen und wir damit hier mit dem Mediabook von Der Stählerne Adler 2 ein wirklich homogenes, wunderschön zusammenpassendes Gesamtkunstwerk bekommen, dessen krönendes Highlight natürlich das absolut fantastische Cover von Renato Cassaro ist. Aber apropos optisches Highlight, wir befinden uns mittlerweile schon im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check, dem, wo wir uns der Frage stellen wollen, ob das Mediabook jetzt das einzige optische Highlight dieser Veröffentlichung ist oder ob uns Koch womöglich auch einen High-Definition-Transfer serviert, der bei uns auf Gegenliebe stoßen wird. Spoiler-Alarm, ja, tun sie, aber so wie üblich möchte ich meine Worte hier nicht für sich alleine stehen lassen, sondern habe euch auch für dieses Review einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Kochfilms direkt mitgebracht, möchte allerdings natürlich wie üblich darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow zwar alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow tatsächlich nicht mehr 1:1 mit der Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber trotzdem denke ich mir, sehen wir bereits bei den ersten Bildern, dass wir es hier bei dem Stählernen Adler 2 mit einer absolut hervorragenden Bildqualität zu tun haben. Und vor allem, nachdem ich gerade gestern über den deutschen HD-Transfer von Soldier Boys gesprochen habe, merken wir auch hier, dass hier ganz offensichtlich auf Basis einer Abtastung von Studiokanal hier ein frischeres, neueres, besseres Master vorliegt. Wir haben hier grundsätzlich bei diesem Film eine absolut fantastische Detailschärfe, was natürlich relativ witzig ist, weil man durch das Blu-ray-Format und durch die höheren Auflösungen natürlich auch leichte, sagen wir mal, Zugeständnisse während der Produktion etwas deutlicher erkennen kann. So fällt natürlich auf, dass einige der Flugsequenzen ganz offensichtlich mit anderem Equipment produziert wurden und dadurch vielleicht ein bisschen grainiger bzw. ein bisschen weicher ausschauen als die gemütlich und entspannt indoors gedrehten Sequenzen, aber grundsätzlich kann diese Bildqualität eigentlich durchgehend überzeugen. Wir haben eine sehr schöne Schärfe, eine gute Detailzeichnung, die Farben sind vor allem angenehm kräftig und natürlich ausgefallen, dem Kontrast gelingt eine gute Balance zwischen hellen und dunklen Bildbereichen, ohne dass jetzt zum Beispiel hellere Flächen im Hintergrund wie der Himmel in einigen Szenen jetzt wirklich dazu neigen, groß zu überstrahlen. Hier kann man mit dem, was einem die Bildqualität auf der Blu-ray bringt, wirklich zufrieden sein, vor allem, weil dann auch gegen Ende die Action-Szenen und die Explosionen sehr schön feuermäßig durchzeichnet sind und eben auch hier die feineren Strukturen sehr schön akzentuiert sind. Dazu hat man den Eindruck auch, dass während der Restauration des Films nicht auf übermäßigen oder gar störenden DNR gesetzt wurde, sodass wir grundsätzlich auch das Grain des Films durchaus in einer ganz gut erhaltenen Form haben, auch wenn wir im Hintergrund zwischen den einzelnen Rauschkörnern gelegentlich leichte Kompressionsspuren erkennen können, sind das trotzdem keine, die mir beim Anschauen des Films jetzt als wahnsinnig störend aufgefallen sind. Immerhin hat Koch bei dem Film mit seinen 100 Minuten Laufzeit auch 27,2 GB zur Verfügung gestellt. Das sind sind knapp 3 GB mehr als bei dem 10 Minuten kürzeren Film Soldier Boys. Aber der Encoder arbeitet trotzdem weitestgehend ohne irgendwelche Störungen zu produzieren, aber natürlich die homogenen Hintergrundflächen, insbesondere das schnell herumfliegende Korn, sind natürlich manchmal ein bisschen problematisch. Aber an der Stelle möchte ich jetzt wechseln zu der zweiten Fassung des Films, die auf der Blu-ray enthalten ist, denn wie auch schon bei Soldier Boys ist auch der Film Der Stählerne Adler 2 auf dieser Blu-ray in einer Vollbildfassung enthalten. Und diese Vollbildfassung ist dieses Mal allerdings wesentlich stärker komprimiert und encodiert, als es noch bei Soldier Boys war. Da hatte der Film nämlich dann noch 18,6 GB in der Vollbildversion. Hier Der Stählerne Adler 2 hat nur mehr 11,5 GB, ist zwar ebenfalls in 1080p,
auf dieser Blu-ray. Und was ich sehr, sehr interessant und spannend finde bei diesem Transfer, man merkt die 1080p-Enkodierung schon sehr deutlich an, weil eben die Kompression nicht auf dem Niveau einer durchschnittlichen DVD arbeitet, sondern eben durch die durch das Encoding jetzt keine zusätzlichen Unruhen, Block, Artefaktbildungen oder sonst was daherkommen. Aber man merkt natürlich schon, dass die Herkunft dieses Materials eine andere ist als bei der Hauptfilmfassung. Natürlich merkt man relativ deutlich, dass die Schärfe drastisch reduziert ist, dass es weniger Details im Bild gibt, dass nämlich eben vor allem auch die die helleren Hintergrundflächen ganz dezent vielleicht zu Überstrahlungen neigen, aber wir haben es ja eben hier wirklich nur mit einer Bonusfassung zu tun, die natürlich einerseits für Nostalgiker interessant sein könnte, die das andere Bildformat immer noch gerne sehen, aber natürlich haben wir es hier vom Master her mit etwas komplett anderem zu tun, dass man sicherlich ganz bewusst als Bonus auf dieser Blu-ray hat, das aber für einen wirklichen Filmfan mit Retro-Nostalgie-Flair wie mich als Bonus auch wirklich eine willkommene Abwechslung ist. Und wenn ich so an die Actionfilme zurückdenke, die ich mir in der letzten Zeit angeschaut habe, wo Leute erschossen wurden oder Leute getreten und dann erschossen wurden, ist der Stählerne Adler 2 natürlich eine willkommene Abwechslung. Ein Film, wo Leute in Flugzeugen erschossen werden, bevor sie dann gegen Ende im Finale auch am Boden erschossen werden. Ja, Actionfilme sind schon etwas sehr Bleihaltiges, aber genau deswegen schauen wir sie auch wahnsinnig gern. Und neben Soldier Boys veröffentlicht Kochfilms im Mai 2022 mit Der Stählerne Adler 2 ebenfalls einen vielleicht nicht ganz so bleihaltigen Film, der sich auf seinen 100 Minuten Laufzeit auch teilweise ein bisschen viel und ein bisschen zu viel auf seine Charaktere bzw. die Zwistigkeit zwischen den amerikanischen und russischen Charakteren konzentriert, was dann eher ähnlich wie bei Soldier Boys teilweise ganz gerne ein bisschen auf das Niveau von Kindergarten zurückgeht. Aber dafür hat der Film natürlich in Zusammenarbeit mit dem israelischen Militär auch dieses Mal wieder einige fantastische Flugsequenzen, einige tolle Flugzeugmontagen, die jetzt natürlich mit dem neuen High Definition Transfer auf der Blu-ray von Koch Films ganz besonders toll zur Geltung kommen. Koch hat sich generell bei dieser Blu-ray-Umsetzung von dem Action-Klassiker mit Louis Gossett Jr. ganz besonders viel Mühe gegeben und neben zwei exklusiv und neu produzierten Interview-Featurettes ist es tatsächlich in erster Linie diese fucking Anti-Drogen-Kampagne, die da auf der Blu-ray drauf ist, die mich wirklich fassungslos zurückgelassen hat. Also den Blick, den ich dafür fast 90 Minuten aufgesetzt hatte, war schon einer mit, okay, wo sind eigentlich meine Drogen, dass mich den Rest von dem Haushalt? Absoluter Wahnsinn. Muss man unbedingt gesehen haben und ich kann nur sagen, Die Stählernen Adler 2 ist jetzt wahrscheinlich nicht der spannendste und durchgehend actionreichste Actionfilm, den die amerikanischen 80er Jahre hervorgebracht haben, aber es ist einer, der in seinen Action-Szenen durchaus unterhaltsam ist, der eine großartige Musik bietet, der dank Sidney Fury auch eine meiner Meinung nach handwerklich kompetente Umsetzung an Bord hat. Und der aber, selbst wie gesagt für diejenigen, die mit dem Film an sich nicht besonders viel anfangen können oder das glauben, mit einem fantastischen Mediabook-Cover-Artwork von Renato Casaro daherkommt, beziehungsweise, noch einmal, dieser Anti-Drogen-Spot, ich fasse es immer noch nicht, wie geil das ist. Schaut euch das an, schreibt mir dann bitte vor allem zu diesem Anti-Drogen-Spot eure Meinung in die Kommentare. Aber eines ist für mich klar, mit diesem großartigen Bonus, mit diesem großartigen Artwork sind die Stählernen, oder ist der Stählerne Adler 2 eines der Pflicht-Mediabooks im Mai 2022.